Oh. Diese Saison bis auf Bremen überhaupt nicht. Menti gleich über den Tisch, sehr aggressiv. War auch der Hüftschuss. John Wayne, genau. Rückschlag, schön kurz gesetzt. Fängt dann jetzt auch damit im Spiel angekommen. Ja, nimmt einen kleinen mit. Rückhand-Rückhand-Duell. Ja, sehr hohes Tempo gleich von Anfang an. Also kein Abtasten. Ja, und Menzi gleich auch am Tisch mit der Faust, mit dem Shaw und. Das hat ihn, glaube ich, auch noch ein Stück weit immer noch mal gefehlt. Er war ja immer so ein bisschen introvertiert als Spieler, aber das hat er so im letzten Jahr, kam es immer mehr dazu. Um einfach auch mal den Gegner zu zeigen: Hier, ich bin noch am Tisch. Also das sind mitunter bei den Asiaten schon bewundernswert. Egal wie es da steht, die stehen da wie ein Eisschrank vor dir, verziehen keine Miene. Verziehen keine Miene. Das ist. Aber klar, die Leute wollen Emotionen sehen und. Menzi muss es aber aufpassen, hat hier 4-3 geführt, glaube ich sogar. Das sind auch zwei einfache Rückschlagfehler, wurde vielleicht einen Tick zu kurz. Ja, spielt's clever. Feng, also. Nach 4-3 jetzt wirklich 4-7. Vierer Serie jetzt durchbrochen. Zweiten Ball, den er so in der Vorhand liegen lässt. Das ist eine ganz wilde Schlägerhaltung von Benson. Ja. Stand eigentlich nicht so schlecht. Ja, das zweite Mal jetzt wirklich so kurz am Tisch. Ja, und spielt recht unaufgeregt, der Taiwanese. Also macht schon einen sehr stabilen Eindruck. War nicht umsonst die Nummer 1 in Grenzau. Sollte er hier das zweite Spiel gewinnen, ist er dann auch der Matchwinner für seine Truppe. Oh ja, sehr gut antizipiert. Mit dem Punkt jetzt 4 Satzbälle zur 1-0 Führung. Ja, und das macht er wirklich gut. Da rollt doch
Ball rum, dann muss er wahrscheinlich. Jawohl. Ja. Hat nicht viel gefehlt beim Rückhandblock. Ja, wieder 2-0. Duplette zum ersten Satz. Ja, aber wenn die Vorhand kommt, dann muss man sagen, ist auch ein Punkt. Das ist ein Endschlag. Platziert die wirklich sehr gut auf den Körper. Gut auf den Körper, ja. Ich wollte es auch gerade sagen. Sehr guter Rückschlag. Ja, den hat Bengel aber auch ganz woanders erwartet. Deshalb stand er auch völlig. Ja. Und kommt eigentlich nur auf seiner Körperlänge überhaupt noch an den Ball, aber da zieht er natürlich Fängen sofort nach. In den Winkel nachgespielt, also 5-2. Ja, und jetzt so peu à peu hat er sich jetzt abgesetzt, 6-2. Aber der Abend hat uns natürlich bisher gelehrt, dass auch ein 6-2 oder 7-3 nicht unbedingt was heißen müssen. Oh ja. Er schafft es aber jetzt, den Grenzauer unter Druck zu setzen. Also er kann wirklich nur noch reagieren meistens. Oh, zweimal mit Netz. Erst den Netzball hier noch gut geholt, ja. Aber dann doch zu mittig. 7-3 jetzt, hält die 4-Punkte-Führung. Tick zu lang. Sollte, glaube ich, mal als Variante gespielt werden. Ja, nochmal fokussieren. Tabellose bleibt aber dran, lässt sich nicht so richtig abschütteln. Das haben wir ja gerade erst. Ja. Das könnte heute so das Grundübel des Mühlhäuser-Spiels werden. Hat der Rückschlag jetzt zu hoch rausgeraten, hat ein bisschen den Schnitt, glaube ich, zu weit unterschätzt. 9-5.
Steffen Lengel schnuppert zumindest erstmal am Platzausgleich. 10-5. 10-5 möchtest du schon nach Hause bringen. Das möchtest du nach Hause bringen. Ja. Ja, und dann 11-5. Zweiter, ja. Doch klapper Satz. Ja. Und versuchen das dann auch natürlich zukünftig immer auch auf den Tisch zu bringen. Ja, das stimmt. Das ist. Man muss ja auch immer noch sagen, es ist ja, was du gerade hier so in Thüringen sowieso, auch Richtung Sachsen, auch Richtung Niedersachsen hin. Du hast ja schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Fulda ist zwar nicht so weit weg, aber da läuft es ja nun auch nicht ganz so, wie man sich das erhofft. Und also ich war auch, ich habe das ja selber so im Bekannten und Oh ja, den hat er noch gerade so gefischt. Im Bekannten- und Freundeskreis, also immer mal neue Gesichter hast, die sich das mal angucken wollen. Und das ist ja auch mein, jeder, der hier in die Halle kommt, das sind ja auch für euch Einnahmen, ne, auf die man angewiesen ist. Oh ja. Also diese Vorhand aufs gute Tisch, die trifft der traumhaft sicher. Man hat Mängel nicht so richtig ein Rezept dagegen. 4-1 jetzt erstmal, guter Start für den Grenzauer und ja. Grenzauer wird für nächste Saison durch Luka Mladenovic verstärkt von Mainz. Das war dann nochmal lustig mit seinem Anti. Mit dem Anti-Spiel. Ja. Aber ich finde, das ist ein schöner Farbplex in der Liga. Ja, so ein interessanter Spieler. Ja? Weil es gibt, man muss ja immer sagen, gerade auf dem Niveau, wenn du so ein seltenes Spielsystem hast, kannst du den einen oder anderen Topspieler vielleicht doch mal ärgern. Und das hat er ja auch diese Saison wieder gezeigt. Ja, hat gegen Calderano und Gussi. Ja. Also gegen einige gute. Ich weiß auch nur, Dani hat gegen ihn ja mal den ersten Satz ganz glatt gewonnen und auf einmal schwupps, in Mainz, genau, 1-3. Ja. Also es ist auch auf dem Niveau mit den Fähigkeiten, die Spieler in der Bundesliga so haben, nicht einfach dagegen zu spielen. Aber fängt jetzt wieder aggressiver. Also gerade auch auf den ersten Ball. Also viel Risiko. Hohe Trefferquote. Oh, der war dran. Hält jetzt Mängel im Satz. Tennis-Trick. Holt sich Mängel den Ball wieder. Oh ja. Damals bei Goran Ivanisevic. Ganz extrem. Er hat immer gezeigt, den Ball will ich wieder haben. Ein weiteres Ass servieren konnte. Und wenn sie jetzt dann doch ausgeglichen nach 3-6. Spiel. Jeder hat so seine Phase, wo es richtig gut läuft, dann muss man wieder weniger läuft. Und die Quintessenz ist, dass es 1-1 und 6-6 steht. Dritter Ball, den man jetzt so im gesamten Spiel jetzt weglässt. Ich meine, die mussten natürlich nehmen, so kurz und hochgelegt, aber irgendwann darf ihn auch mal treffen. Ja, müssen als dürfen. Ja, müssen. Ja, und der Rückschlag ist dann natürlich wieder vollkommen misslungen.
Ja, Feng macht jetzt doch auch seine Aufschläge. Ja. Punkte, sei es direkt oder als Vorbereitung zum ersten Ball. Ja. Und Menzi hat zwar wieder auf 6-6 ausgeglichen, aber rennt in diesem Satz auch schon wieder hinterher. Das kostet alles Kraft, Nerven. Oh, Glück gehabt. Ja, jetzt kommen aber beide durch den Aufschlag. Wahrscheinlich auch ein bisschen die Kraftsache dann. Beide schon ein Spiel Intus. Hier ist wieder warm in der Halle. Ja, 8-8. Bleibt dran. Es mängelt sich. Wäre es natürlich mal nicht, dass man vorbeikommt. 9-8 jetzt. Ja. Druck erhöhen auf den Grenzer und dann vielleicht bei eigenem Aufschlag sich einen Satzball erarbeiten. Das wäre natürlich wünschenswert aus meiner Sicht. Aber bisher fängt bei eigenem Aufschlag sehr stabil. Gerade in dem Satz wirklich sehr stabil. Oh ja. Da war Mängel eigentlich in einer besseren Position zwischendurch. Das hat er geahnt, dass er wieder auf die Rückhand kommt. Ja. Erinnert so ein bisschen an Habes und Borger. Mhm. Ja, vor allem als man denkt. 5 Euro ins Straßen. Ja, also komischer Satz irgendwie. Eigentlich guter Start mit 4-1 vom Grenzauer und dann, das könnte mir wieder vorstellen, jetzt Kurzseite in die Vorhand. Ja. 10-9, kennen wir heute schon das Ergebnis. Vielleicht kann Svenzi ja besser machen. Vielleicht kann Svenzi besser lösen, ja. Ja, das war klar. Ja, das war dann... Ja. Ich meine, er war auch zu lange rausgeraten, der Aufschlag. Aber es kam jetzt mit Ansage, glaube ich. Der Grenzauer, der ist relativ früh schon in die Ecke gerannt. Ja, sehr gut. Auch viel Risiko genommen beim Rückschlag. Vielleicht sollte man jetzt doch mal auf die Rückhand. Ja, vielleicht mal einen schnellen, ich weiß nicht. Auf die vielleicht nicht mal, aber zumindest einen mit viel 3. Das fängt nicht sofort eröffnen können. Ja. Okay. Er nimmt trotzdem wieder den Vorhandaufschlag. Aber der Zweck heiligt bekannt. Ja. So, mal gucken, wer den besseren Start will erstmal hinlegen kann. Vielleicht doch ein bisschen zu viel in die Vorhand aufgeschlagen. Hat sich weggetan, jetzt hab ich genug, jetzt war durchgezogen. Ah, rätst du schon wieder einen 0-2 hinterher? Ja, 3-0 hinterher? 3-0, ja. Also der bessere Start auf alle Fälle auf Seiten des Grenzhaus. Ja.
augenscheinlich, wie oft die Post heute diesen frühen Stellen. Ja, wirklich diesen Start verpennen. Ja. Und am Ende knapp zu verlieren. Ja. Da gewinnst du so einen Satz in der und dann 0-5. Und dann, als hätte jemand die Schnur gezogen. Ja. Durchtrennt. Komisch. 0-5, das. Das geht jetzt schnell erstmal. Bis eine Minute rum liegst du. Minute rum, 0-6. Da denkst du, kannst schon wieder einen Haken Satz machen. Das ist schon kurios, wie es manchmal im Tischtennis so zugehen kann. Sieht alles nach Entscheidungssatz aus. Mhm. Oh, sehr gut. Sehr guter Ball. Mit der Leichtigkeit des Seins. Ja. Auf einmal läuft es wie am Schnürchen. Ja, bei 7-2 geht es ein bisschen einfacher von der Hand. Aber hat er sich auch bis dahin wirklich verdient. Also spielt hier in einem Stück. Ja, das ist natürlich ein Horrorstart gewesen. Und ich gehe jetzt mal von aus, das geht in den fünften Satz. Da musst du natürlich aus Mängelsicht bei einem mäßig aufpassen, dass du da nicht verspielst. Diesmal fängt dann auch Feng an mit den Aufschlägen. Nicht, dass er da gleich wieder so einen 0-2, 0-3. Ich meine, die Trefferquote war jetzt relativ hoch. Ja. Also, dass man die hält oder halten kann, ist unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, 9-3 ist erstmal eine Ansage. Wenn es so bleibt, so ein klassischer Durchläufer. Ja. 7 Satzbälle jetzt zum 2-2. Ja, das passt dann aber lieber in so einem Satz. Ja, also lieber jetzt als im finalen Satz gleich. Aber das will ich wie in den Sätzen, am 3 Sätzen davor, oder es geht wieder ganz schnell, dass er doch im Kopf zu viel arbeitet. Weil du so einen Satz, glaube ich, einfacher abhaken kannst als so ein 9-11 oder sowas. Ne? Aber. Ja, fängt es auch jetzt schön offensiv am Tisch. Ja, also macht Druck. Viel Druck. Ja. Oh, der war dran. Ja, das sind jetzt so, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass du so einen Punkt noch mitnimmst. Nicht, dass du gleich wieder 0-2 hinterherläufst. Und da kommt die Faust. Ja, es musste mal raus. Auch wenn der Punkt gar nicht so grandios war, es war jetzt ganz wichtig, einfach mal den Gegner nochmal zu zeigen. Hier bin ich. Ah, da sind mitunter auch solche Kopfspielchen. Ja, so eine Siegerfaust dahinzusetzen. Das ist Jetzt hätte ich gerade WM gewonnen. Ja. Da geht es einfach nur darum, sich in den Kopf des Gegners ein bisschen einzubrennen. Thank you.
Idee war, glaube ich, gut. 3-3. Na, jetzt bei dem 3-4 müsstest du wahrscheinlich dann die Auszeit nehmen. Er hat jetzt wirklich wenig Probleme mit dem Rückschlag. Also es macht er wirklich gut fängen. Erik hat sich, glaube ich, nochmal abgestimmt. Die Auszeit ist doch, ja. Ja, nimmt sie. So, einen Aufschlag noch bei Mühlhäuser. Glück. Das war eigentlich auch ein Ball in den ersten Sätzen, der relativ sicher kam. 4-4. Anfängt er ein hohes Risiko. Ja. Hat aus seiner Sicht leider. Oh ja. Wichtiger Punkt jetzt. Oh ja. Oh, jetzt ist er Anheizer. Anheizer Steffen Mengel. Ja, zwei Punkte nach der Auszeit. Das heißt, ja, das war alles richtig gemacht. Und jetzt bleibt er nicht dann irgendwie sportlich bis fragwürdig. Wenn du übertriebene Gesten da zeigst. Aber prinzipiell ist natürlich gegen Emotionen da überhaupt nichts einzuwenden. Ja. 5-5. Ja, ist alles noch im Rahmen. Ja. Der war nicht ganz getroffen. Ja, der war nicht ganz sauber. Aber wieder auf hier macht sich die Auszeit bezahlt. Ja, wieder zwei Punkte nach der Auszeit. Eieiei. Total missglückt. Zeigt aber auch, unter welchen Druck du dann stehst. Ja, ja. Du willst besonders perfekt spielen, dann bleibt er halt hängen im Netz. Kann vorkommen, sollte bei dem Spielstand aber nicht unbedingt vorkommen. Na, jetzt 5-8, jetzt. Viererserie. Ja. Auszeit auf alle Fälle optimal genutzt. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu genau spielen. Das ist, aber es ist halt also dieses Risiko, wie viel Risiko gehe ich im Rückschlag? Wenn er kommt, sagen alle, super gespielt. Wollte ihn wirklich kurz in der Vorhand anspielen. Aber wird natürlich jetzt eine Herkulesaufgabe. Ja, also Menge. 4 Punkte. Zumal mir fängt nicht den Eindruck macht, als würde er jetzt hier. Da ja, wichtig, da war auch ein bisschen Netz dabei, wichtig ihn noch zu machen. Vier Matchbälle für vier die Matchbälle zum 3-1 Auswärtssieg. Ja, den ersten macht er. Und da kann man nur sagen, Gratulation nach Krenzau. Wichtiger Sieg im Rennen um die Playoffs für unsere Gäste.